Hallo und herzlich willkommen zu Dark Souls 1 Let's Play. Wir befinden uns am Feuer, Bandschrein und haben das Quest mit Siegmeier verkackt. Auf jeden Fall werden wir uns mal ein bisschen unserer Levelpflege widmen und dementsprechend teleportiere ich in die Tiefen, um einen Boss zu besiegen, der noch aussteht. Ist auch so ein Boss, wo ich gerne mal mein Beschwörungszeichen davor setze. Denn er gibt viele Seelen und ist nicht so schwer, aber er ist dennoch gefährlich, also unterschätzen sollte man ihn trotzdem nicht. Und nachdem wir ja hier schon den Shortcut freigeschalten haben, also hier diese Türe, ist der Weg dorthin auch nicht so schwer. Und bevor es richtig losgeht, rüste ich mal den Bogen aus. Oh. Wir sind langsamer geworden. Dann haben wir halt keine Rüstung, dann sind wir oben ohne. Wow, Blob. Aber den Bogen können wir jetzt auch gleich relativ bald ablegen. Das ist gar kein Problem. Also, wir befinden uns hier. Ich wusste, dass du mir folgst. Ich hasse das. Vor allem, wenn ich den Bogen rausgepackt habe. Ästhetik Souls, deswegen habe ich die Pfeile eingepackt. Hier haben wir einen Chandler, der sich mit einem Pfeil wohl ergibt. Nicht untot, nein, ich sehe ganz gut aus. Der hat nämlich die schlimme Angewohnheit, während des Bosskampfes mit diversen Seelenpfeilen auf uns zu schießen und den Boss zu buffen. Das bedeutet, seine Abwehr zu verstärken und seinen Angriff. Ein sehr, sehr nerviger Gegner. Sehr, sehr nervig. Und, aber um nicht das ganze Dungeon machen zu müssen, ihr seht, wir sind so gut aufgelevelt. Das passt. Und was machen wir jetzt? Wir buffen natürlich unsere Waffe. Blocken wird nichts bringen, also zwei hindern wir unsere Waffe. Und eigentlich wollte ich. Was wollte ich? Meinen Bogen wegstecken, aber es ist jetzt ja auch nicht dramatisch. So ein kleines süßes Viech. Schau mal an. So süß und klein. Ein kleines Krokodil. Oh mein Gott, das ist hässlich. Das ist wirklich, wirklich hässlich. Ich habe schon lange nicht mehr gegen dieses Viech gekämpft, also verzeiht mir mein. Warum springst du? Kann ich jetzt dran vorbei? Der Kopf ist so ein bisschen die Schwachstelle. Wow. Au! Und jede Bewegung tut weh. Also für ihn. Ich habe keinen Muskelkater. Also wartet, bis er stillsteht, bevor er ihn wieder angreift. Bin ein bisschen gierig mit den Schlägen, habe ich das Gefühl. Wir schauen wieder, dass wir ein bisschen wegkommen. Ich glaube, das ist das Einzige, worauf ihr achten solltet. Dieses Manschko in Bewegung ist nicht gut. Und zum Glück ist er jetzt in einer Position. Oh, war er in einer Position, wo wir an seinen Schwanz rankommen? Weil ich möchte den schon gerne abhacken. Wir machen unsere Waffe in Ruhe. Ach ja. Deswegen ist das vielleicht mit dem Schwanz abhacken auch noch eine gute Idee.
Ekelhaft, jetzt kann ich nur noch Stummel abpacken. Oh, die Hitbox. Seht ihr das? Oh, ah. Soler! Soler, es tut mir leid. Ich konnte dir nicht helfen. Du fliegst heute viel mehr als sonst. Oh, schon wieder? Au, oh, seht ihr das? Ihr habt mich nicht erwischt. Und dennoch habe ich einen riesen Chunk meiner Energie verloren. Komm her, komm her. Soler, überlebe. Überlebe! Er hat überlebt. GG's. Und dies wäre auch eine Möglichkeit, in die Schandstadt zu kommen. Wir bekommen eine weitere Sonnenlichtmedaille, doppelte Menschlichkeit, die wir auch gerade gut gebrauchen können. Und grandiose 25.000 Seelen, die wir auch gut gebrauchen können. Hier irgend so ein Set von irgendetwas. Und wir können schon weiterziehen in die nächste Gegend. Aber ich habe gar keine Lust, so lange zu latschen. Deswegen Knochen. Knochentime. Entschuldigt bitte die Qualität der letzten Folgen. Da ist mir an bestimmten Stellen die Audio kaputt gegangen, beziehungsweise auch die Videodatei. Ich hätte gerne Postkommentare drüber gesprochen, aber das Bearbeitungsprogramm hat dann gestreikt, sobald es zu den Stellen kam, wo die Datei etwas kaputt war. Wir leveln auf. Was machen wir denn jetzt? Ah, Intelligenz. Ich will schlau werden in dieser Welt, schlau werden. Und ihr seht, wir brauchen schon wieder viel, viel mehr. Jetzt checke ich mal ab, ob ich den Duderich schon... Hello! How are you? Hi! Yes, I want to. Und ist da was dabei? Nochmal ein Set Zauberwaffe. Das ist ganz gut, aber leider keine große Zauberwaffe, die ich gerne gehabt hätte. Da weiß ich leider auch gar nicht, wo das ist. Naja. Wir reisen weiter. Und wollen wen zuerst besiegen? Ah ja. Wir teleportieren uns zur Gemeinde der Untoten. Und besuchen einen der coolsten Bosse der Welt. Denn jetzt ist unsere Aufgabe, diese 4 Lordseelen zu beschaffen. Dabei müssen wir Gegner besiegen und den ersten Gegner, den ich im Auge habe, im Visier habe, das sind die 4 Könige. Ich hoffe, ich bin schon stark genug. Naja, wahrscheinlich. Und denen begegnen wir dort, wo wir die ganzen Brocken, Titanitbrocken gesammelt haben. Aber wir können da noch nicht weiter. Und der Grund, warum wir da noch nicht weiter können, ist... Oh yeah! Dass wir... noch nicht die Wege beschreiten können, wo der Boss sich befindet. Also man muss da eine Passage irgendwo runterfallen. Und würde dann in die Unendlichkeiten herunterfallen. Aber wir besorgen uns entsprechend einen Ring, der das verhindert. Und wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, haben wir uns an einer der ersten Folgen schon einen Schlüssel besorgt beim Schmied. Eieiei, eieiei, not this, Schlüssel. Oh, das müssen wir noch absetzen, ablegen. Nämlich, wir haben uns da Artorias Wappen besorgt. Und das, um hier reinzukommen.
Sesame Open. Und hier gibt's einige Spielermodel, Charakter, NPCs, die aber keiner Story angehören. Und das, was ihr macht, ist auch erstmal nicht getroffen werden. Und ein kleiner Waldspaziergang ist hier eh nichts Schlechtes. Also ihr lauft einmal hier an allen vorbei. Ihr lasst euch einfach mal sehen. Oh oh. Genau. Lasst sie ein bisschen aufholen. Und dann lauft ihr hier hinten ins Eck. Da folgt uns schon der große Trupp. Kleriker! Unsichtbarer Ritter! Unsichtbarer Dieb! Axtschwinger! So. Und das hier, meine Damen und Herren, ist eine ziemlich gute Möglichkeit, Seelen zu sammeln, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Der hätte auch noch runterfahren können, aber der hat sich gedacht, ah, das machen meine Buddy schon, ist gar kein Problem. Das waren jetzt 5 Leute, da muss ich jetzt auch nicht unbedingt eingreifen. Aber wir müssten hier ein bisschen vorsichtiger sein, weil was wir uns noch besorgen wollen, ist ein ganz bestimmter Bogen. Aber hier, ich habe ein bisschen Angst, ist auch ein ganz bestimmtes Arschloch da. Mal schauen, ob wir uns anschleichen können. Das können wir. Hier ist eine ganz besondere Bogenschützin. Und diese hat einen ganz besonderen Bogen für uns. Doppelte Menschlichkeit und den Faresbogen. Und den hätte ich gerne, prinzipiell. Den hätte ich gerne, prinzipiell. Weg damit. Nicht die Finsterhand, die Feuerhand. Die wiegt nämlich nichts. Warum habe ich so viel Grafe im Inventory? Und wir nehmen mal das hier. Rollin, 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 rollin. Das war Indisch. Und was wir machen können, ist hier. Habe ich schon einen Covenant? Wie das Chaos. Ach, das können wir trotzdem machen. Wenn ihr mit der Katze sprecht. Ja. Ja. Dann sind alle plötzlich sehr still. Und die NPC-Gegner hier werden euch nicht mehr angreifen, denn ihr gehört zu den Waldjägern und Wächtern. Und plötzlich erscheint euch dieser Duderich. Hi. Und ich will eigentlich schon hier den töten. Na, ich brauche keine Waffen mehr. Sir. Get over there, Sir. I look at your sword. Und der Duderich. Ja. Ihr bekommt von ihm Menschlichkeit, sein cooles Schwert und sein Eisenmondschild. Und ihr dürft nicht vergessen, wir haben erstmal unseren Pakt gebrochen als Hüter dieses Waldes und den Hüter des Grabs von Artorius, den Abyss Walker. Aber den ersten Kerl, den wir umgeschmissen haben, der ist auch noch eine Sache. Und der hat auch einen Loot und wenn ihr ladet, kriegt ihr diesen hölzernen Ring da. Und der ist super gut. Den könnt ihr für viele Sachen verwenden. Oh, ich sollte es mal demonstrieren. Ich kann es nicht demonstrieren. Ich will,
Der gibt euch anstelle von dieser leichten Rolle so eine so einen Ninja-Flip, der sehr, sehr praktisch ist. Solltet ihr auf jeden Fall verwenden. Hier kriegen wir noch eine sehr schwere Rüstung, aber hilfreiche Rüstung. Aber wir haben schon Havels Rüstung eingesammelt. Und was wir hier machen, ist laufen. Weil hier gibt es noch so diese, keine Ahnung, Pilz-Bros. Aber die sind so süß. Die möchte ich nicht umbringen. Die sind so putzelig. Die sind ja putzelig. So. Ich verliere trotzdem Energie. Naja. Keep running, running, run, running, running. Sesam, öffne dich. Artorias. Das ist nichts gegen dich. Naja, obwohl er ist jetzt eher unten. Und falls ihr schon in der Gegend seid, weil ihr gefarmt habt oder so und die ganzen Seelen nicht verlieren wollt, weil der Boss euch ein bisschen einschüchtert, wenn ihr noch nicht wart, wenn ihr hier ein bisschen weiter außen rum geht, la 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 la, außen rum, könnt ihr euch den Ring schon mal schnappen und wieder abhauen. Aber wir hauen nicht ab. Wir stellen uns den Gegner und untersuchen das Schwert sozusagen, weil das schon sehr, sehr cool ist. What the fool? Which one will do? Praise the moon? Is it yours? Wow, ich liebe diese Cutscene. What are you doing, sir? Why are you in this loop, sir? Fuck! Und Ziel ist es, unten zu kommen. Und, schlau, das Lock-on zu verwenden. Au! I'm sorry. I'm really sorry. Und wir bekommen die Kunst des Abgrundschreitens. Ich rüste das mal aus. Ja, ja. Der arme Sif. Aber das war wichtig, den Ring zu bekommen, weil der Ring gibt uns die Möglichkeit, in den Tiefen, in den Abgründen dieses Universums zu schreiten. Und wir machen uns gleich zurück auf den Weg zum Feuerlingsschrein. Oh, knapp von der Level. Was habe ich denn da noch zu essen? Na, Ornstein. Entschuldigung, Ornstein! Ihr braucht die natürlich nicht verwenden unbedingt. Die Seelen der Bosse, aber nachdem ich ja gar keine weitere Verwendung dafür habe, benutzt. Eieiei, ich will doch teleportieren, Dante. Ist es schwer für dich zu hören auf meine Stimme? Feuerband schreien. Aber wenn ihr neugierig seid, welche Bosswaffen rauskommen, im Internet gibt es auch 1000 Listen, aber die Seele von Sif behalte ich immer gerne, weil Sif, das ist nur eine nostalgische Sache.
Kaffee am Morgen für Vertrag, Kummer und Sorge. Ich habe gesehen, ich habe zu viel Zeug. Ich kann ein bisschen was ablegen. An Waffologies. Oder am besten an Schildern. Hier, die brauche ich nicht. Wobei, mich interessiert. Oder ist hier eh schon die zweite, die wir haben? Ist auch in Beweglichkeit. Interessant. Zum Beispiel. Das ist eine interessante Waffe für mich, vielleicht in der Zukunft. Zukunft, Rickard Degen. Oh, die wollte ich ein bisschen upgraden, um es auszuprobieren. Die Keule brauchen wir nicht. Drachenzahn, Blitzspeer. Nein, not so much. Kristallgluffgraffe. Ah ja, hier. Ah, eine zweite. For the fanciness. Dann haben wir noch einige Schilder, die wir nicht brauchen. So. Ihr seht, für manche ist es wichtiger und für manche ist es nicht so wichtig, hier das Inventariat durchzugucken. Aber ich finde es ziemlich wichtig. Ich finde, das ist eine Sache, die dauert nicht lange. Aber hat schon so seinen Nutzen. Aber wir haben ja noch ein paar Seelen, also Shopping. It's shopping, shopping time, shopping everybody, shopping time, so with me. Geh schon kaufen. Denn dann nehmen wir noch ein Bunch von Zauberwaffe. Ja, wenn wir schon so einen Stab haben, können wir so ein bisschen. Heading out. Yeah, I'm heading out. You have green? You look pretty dead, no? Well, I want your hat. What? Yeah, I want to buy something from you. Otherwise, I have to kill you. Same Fall hier. Großer, schwerer. Sturzkontrolle kann man nie nicht gebrauchen. Akustischer Köder, ach, ich bitte dich. Und da ist er schon aus mit meinem Latein. Thank you. Und was ich noch gerne machen würde, ist die Lord Wrestle. Hey, Sir! I brought you something! No, I'm fine. Bring me downstairs! You look tired, Sir! No. You look like a gigantic bearded penis. Hurrah, don't eat me. Ich rede mit ihm und mache das ganze Grafik, damit er mein Freund bleibt, aber das auch nur, damit ich weiterhin mein Zeug cracken kann, das bitte. So mein Upgrade-Material verkleinern. Bring mich auf. Beam me up, Scotty. Well, well, well. Und dann sagt er mir, was ich machen soll. Ich bin bereit. Nimm mich mit. Take me to the moon and back if you... Blah, blah, blah. If you need you, baby. Und dann haben wir das erledigt. Zwei Bosse down. Was können wir noch machen in den letzten 5 Minuten? Na, ach, dann bin ich hier diese Episode hinter Gras versteckt. Und wünsche euch viel Erfolg bei euren Versuchen. Heute ging es ja ganz gut. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Vergesst bitte nicht zu abonnieren und zu kommentieren und zu liken. Macht das bitte, bitte, bitte bei jedem Video und freue mich auf Vorschläge, denn was ich gerne machen würde in nächster Zeit wäre ein Dark Souls 1 Practice Run, wo ich im Prinzip nur eine Sache auflevel, nämlich meine Energie, um
einen Level 1 Run zu üben, beziehungsweise, ja genau, weil so Challenge Runs wollte ich schon immer machen. Und da kann man sich ja einiges ausdenken, aber 1000 Sachen wurden schon gemacht und das meiste, was ich machen werde, wurde auch schon gemacht, aber ich bin so beeindruckt, dass ich es natürlich auch gerne mal selber versuchen würde. Deswegen auch gerne Vorschläge, wie ich, was für Runs ich machen soll. In diesem Sinne nochmal adios und bis bald. Tschüss.